Hi ihr Lieben, heute wollte ich euch mal was beantworten, was ganz oft unter den Kommentaren steht. Und zwar bekomme ich ganz liebes Feedback von einigen, dass ich ganz tolle Arbeit mache und dass wir im Verein natürlich auch gute Arbeit machen und dass es wichtig ist und auch, dass es vielen hilft, teilweise auch meine Videos. Und ich freue mich darüber immer sehr. Aber es ist so, dieser Kanal macht natürlich auch sehr viel Arbeit. Und es kommt nichts zurück. Ich habe natürlich immer noch weit unter 1000 Abonnenten, die man bräuchte, damit man etwas daran verdienen könnte. Und ich habe euch auch von Anfang an gesagt, es geht natürlich nicht darum, etwas zu verdienen. Aber letztendlich ist das alles immer noch meine Freizeit und es kostet trotzdem sehr viel Arbeit. Ich habe mittlerweile fast 150 Videos auf meinem Kanal. Und habe es auch geschafft, jeden Mittwoch immer ein Video rauszubringen, wo ich ganz stolz drauf bin. Aber es kostet einfach alles sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit zum Drehen, Zeit zum Schneiden, Zeit zum Hochladen und oben nach bearbeiten. Und ich mache das ja alles ganz alleine, wie ihr wisst. Und vielleicht wollen einige von euch mich vielleicht unterstützen. Klar, ihr habt ja auch schon fleißig abonniert. Aber immer wichtig ist auch natürlich, die Videos zu teilen, damit sie noch mehr Leute erreichen, zu liken und zu kommentieren. Das ist wirklich das A und O auf YouTube für den Algorithmus, damit man gesehen wird. Und was ich jetzt gerade angehen möchte, ist auch ein paar Flyer zu verteilen. Und zwar haben wir schon die ersten Flyer verteilt auf der Kinderwunschmesse. Da habe ich euch ja berichtet, ihr könnt es hier sehen. Und jetzt bin ich dabei zu gucken, an welche Frauenärzte könnte ich diese Flyer verteilen, vielleicht sogar an Samenbanken, das wäre natürlich super toll, aber die werden natürlich unsere Sicht nicht unbedingt hören wollen. Aber ich zeige sie euch mal, und zwar, wenn ihr die Möglichkeit habt, Flyer zu verteilen bei eurem Frauenarzt oder bei, auch vielleicht bei Samenbanken, tut das bitte. Und deswegen zeige ich euch mal, wie der Flyer aufgebaut ist, und damit ihr wisst, was ihr sozusagen, ihr könnt es von mir bekommen, die Datei, und dann müsst ihr euch das auch selber ausdrucken leider. Ich habe sie leider nicht irgendwie professionell drucken lassen, es kostet ja dann auch wieder Geld. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die zu drucken, würde ich mich sehr freuen. Und zwar habe ich den so aufgebaut, dass natürlich Menschen, die sich ein Kind wünschen, erstmal danach greifen. Hier sieht man natürlich unerfüllter Kinderwunsch. Dann sind hier so ein bisschen so die Fragen, die sich vielleicht ein Elternteil stellen würde. So ein bisschen der kleine Teaser, ja, die medizinischen Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Ich habe ja schon auch ein paar kritische Videos dazu aufgenommen, was alles möglich ist in der Medizin. Wenn man dann das aufschlägt, also wenn man so vorgeht, wie man vorgehen sollte, wenn man einen Flyer sich anschaut, dann sieht man hier als nächstes die Fragen, die sich an die Wunscheltern richten. Also denken Sie zum Beispiel über eine Samenspende nach, wären Sie bereit, auch dafür ins Ausland zu gehen. Hier unten in dem roten Kasten habe ich so ein bisschen das nochmal hervorgehoben, was ja in Deutschland auch illegal ist, weil man könnte ja dafür ins Ausland fahren. Herzenswunsch Baby auf der anderen Seite, das ist immer noch so ein bisschen das Ganze aus der Sicht der Wunscheltern. Und wenn man dann das Ganze aufklappt, dann hat man hier den Aha-Moment, den ich hoffe auszulösen. Und zwar kommen dann hier so die Gedanken des Kindes mit ins Spiel. Ich habe jetzt hier drunter geschrieben, das sind Gedanken, die sich ihr Kind möglicherweise stellen könnte. Und dann darunter die direkte Ansprache an die Person, die sich das Kind wünscht, dass ein Kind halt nicht immer ein Baby bleiben wird, sondern sich zu einem eigenständigen Menschen entwickeln wird. Und ja, eigene Wünsche hat. Etwas provozierend ist hier unten vielleicht noch der Satz, dass eine Samenspenderbehandlung nicht die Unfruchtbarkeit heilt. Das ist eigentlich normalerweise klar, aber trotzdem nochmal so ein Denkanstoß an die unfruchtbare Person. Und dann habe ich hier so ein bisschen zu mir erzählt, wer ich bin, was ich mache und was auf meinem Kanal zu finden ist, wenn man sich informieren möchte. Und als letztes habe ich hier nochmal diesen Spruch, respektieren Sie Ihr Kind, informieren Sie sich. Weil nichts weiter, es geht mir um nichts weiter. Es geht mir wirklich nur darum, dass die Leute sich informieren sollen. Nicht nur über die Sachen, wie sie das Kind bekommen, sondern halt auch, was danach passiert. Was ist mit dem Kind? Was hat es für Wünsche? Was hat es für Bedürfnisse? Es kann ja sein, dass das Kind sich nie dafür interessiert, aber man weiß es halt nicht. Wenn man sich das alles angeschaut hat, dann hoffe ich, dass man erst am Ende sich die letzte Seite anschaut
Denn da fordere ich Menschen auf, die ihre Geschichte vielleicht teilen möchten. Ich suche ja auch ganz speziell noch Leute, die sich schon auf eine Kinderwunschbehandlung eingelassen haben und es vielleicht im Nachhinein bereuen und sich vielleicht nicht trauen, mit der Partnerin oder mit dem Partner darüber zu sprechen. Oder ein Spenderkind, was selbst auch eine künstliche Befruchtung in Anspruch genommen hat. Ja, und ganz unten habe ich ja noch geschrieben, jede Geschichte ist einzigartig und interessant, meldet euch bei mir. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt, wo ihr mich da draußen unterstützen könnt. Ich bin wirklich an jeden Geschichten interessiert. Es muss auch nicht unbedingt immer nur zum Thema Samenspende sein. Wenn ihr irgendein anderes Thema habt, was euch bewegt, ihr wisst ja, auf meinem Kanal ist bunt gemischt alles dabei. Geschichten mit Menschen, von Menschen, das sind immer die interessantesten Videos für alle, aber keiner ist bereit mitzumachen, beziehungsweise nur eine Handvoll von Menschen. Und das ist immer ein bisschen schade, weil es gibt noch so viele andere tolle, interessante Geschichten, die ich über den Spenderkinderverein zwar mitbekomme, aber über die ich natürlich nicht sprechen darf. Und ja, ich glaube, dass sie einfach auch vielen Leuten da draußen helfen könnten, mit ihrer eigenen Situation umzugehen. Ja, heute mal ein etwas anderes Format. Draußen bei dem tollen Wetter habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal hier. Hat sich einfach organisatorisch gut ergeben, dass ich das jetzt hier draußen gemacht habe, weil ich halt gerade beim Verteilen war. Hoffe ich natürlich umso mehr, dass es euch gefallen hat. Mal was ganz anderes und ja, bleibt dran und bis dann.